Betätigungsverbot für die Hisbollah. In Berlin interessiert es niemanden. Die Leute sagen offen, dass sie zur Hisbollah gehören. I'm from Hezbollah. You're from Hezbollah. Ja. Ja. Frau Faeser, wo sind Sie? Wo sind Ihre Behörden? Damit beginne ich dieses Jahr meine Sicherheitstour durch 7 Bundesländer, in der ich unsere Sicherheitsbehörden besuche. Wo sind die Stormtroopers, die Sie bei Keir Starmer in England gesehen haben? Wo sind die Massen an Polizisten, die hier das Betätigungsverbot des Innenministeriums durchsetzen wollen? Oder ist es nicht so wichtig, wenn das Betätigungsverbot nicht das ist gegen Herrn Elsässer und seine Kompakt GmbH? Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Sie sind Wahnsinnige. Sie sind vor allem Wahnsinnige im Amt. Und Ihre Restlaufzeit, die nimmt jetzt rapide ab. Wir sehen immer abstrusere Vorschläge. Es ist das letzte Viertel der Legislatur angefangen. Frau Faeser kommt jetzt hier um die Ecke und erzählt einen Schwachsinn, dass die Polizeibehörden so aktiv wären. Unsere Demokratie verteidigen, und das ist gerade hier im Bundesamt für Verfassungsschutz natürlich an erster Stelle der Fall. Deshalb zerschlagen wir islamistische Strukturen und wir gehen hart gegen die islamistische Szene vor. Und dass der Rechtsstaat alles macht gegen die Gefahr von islamistischer Seite. Und da muss man mal sagen, Frau Faeser, welche Medikamente nehmen Sie? Frau Faeser, befinden Sie sich in einem geistigen Deliriums- oder Wahnzustand, weil Sie nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen stehen und damit auch nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes? Nehmen Sie irgendwelche Substanzen zu sich, dass Sie lachend in Paris eine Bewerbung für die Olympischen Spiele 2040 unterschreiben und damit mal wieder gezeigt haben, dass Sie Weltmeisterin im Stift hochhalten sind, aber ansonsten in Deutschland die innenpolitische Lage, sie ist einfach reinste Katastrophe. Frau Faeser, was arbeiten Sie überhaupt in Ihrem Job? Sie sollten beruflich für die innere Sicherheit in diesem Land verantwortlich sein. Was passiert stattdessen unter Ihrer Führung? Es explodieren die Zahlen der Gewalt, egal ob das Messergewalt ist, ob das Gewalt ist ohne Tatwaffen, nur einfache Körperverletzung, ob das sexualisierte Gewalt ist. Die Straftatbestände, sie explodieren. Sie kennen nur den Weg nach oben. Und was machen Sie? Sie machen Kosmetik. Sie machen ernsthaft Kosmetik und machen jetzt hier eine Rundreise, ja, zu den, ihre 7 Stationen Rundreise für die Sicherheit in Deutschland. Und da muss man mal sagen, Ihre eigenen Sicherheitsbehörden trauen Ihnen nicht. Und das ist Ihr größtes Problem. Sie haben das Vertrauen verloren der Bundespolizei. Sie haben das Vertrauen verloren des Bundeskriminalamtes. Die Bundespolizei war für dauerhafte Grenzkontrollen. Auch für Deutschland gilt weiterhin die Bedrohungslage anhaltend hoch. Das war einer der Gründe, warum wir gemeinsam mit den Ländern so starke Schutzmaßnahmen zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland getroffen haben. Das Bundeskriminalamt sagt, die Zahl der islamistischen Gefährder kann man nicht so ganz für ernst nehmen. Ihr Bundesamt für Verfassungsschutz, solange Herr Haldenwang da noch sitzt, ist es Ihr Steigbügelhalter. Sie können absolut gar nichts. Es gibt in Berlin offen Sympathisanten von verbotenen Organisationen in diesem Land. Ich mag Hezbollah, Bro. Hast du Probleme mit Hezbollah? Nee, aber ich sage nur eins. Hezbollah ist eine Organisation. Sie wissen das aber. Ja, in Deutschland. In Deutschland. Ja, ich weiß, in Deutschland. Und was machen Sie? Sie machen einfach nichts. Ja, Sie reden auch immer von Abschiebungen von gewissen Leuten, wo ich mir immer nur die Frage stelle, glauben Sie das selbst? Ich glaube das nicht. Meine Oma glaubt das auch nicht mehr, auch obwohl sie Tagesschau in einfacher Sprache manchmal vorgesetzt bekommt. Es ist völliger Wahnsinn. Ich zeige euch hier den jungen Mann aus Berlin, weil es die Leute wieder nicht glauben wollen sonst. I'm from Hezbollah. You're from Hezbollah. Ja. Bro, you know this photo? Ich mag Hezbollah, Bro. Hast du Probleme mit Hezbollah? Nee, aber ich sage nur eins. Hezbollah ist eine Organisation. Sie wissen das aber. Ja, in Deutschland. In Deutschland. Ja, ich weiß, in Deutschland. Ich mach deinen Kopf, es ist kaputt heute, okay? Guck los. Habt ihr gesehen? Er sagt, I am from Hezbollah. Und nebendran steht ein Polizist des Landes Berlin. Das ist sowas von Banane, Leute. Da könnte ich Blutdruck kriegen, natürlich, und mich aufregen, aber das Phänomen ist ja, stellt euch vor, dort hätte ein Rechter gestanden und hätte gesagt, döp, 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 Ausländer raus, Deutschland den Deutschen. Was dann los gewesen wäre? Da wären Einsatzhundertschaften angerückt, so wie in Bautzen, ja? Und hätten da alles niedergeknüppelt. Nein, hier steht jemand
offensichtlich jemand, der nicht von hier kommt und sagt, er ist von der Hisbollah und sagt auch noch, ja, ich weiß, dass sie hier verboten ist, aber das hier ist nur Deutschland. Und der deutsche Staat in Form eines Polizisten steht nebendran und macht gar nichts. Nada niente. Ich sag euch eins. Ihr könnt mir bald den Buckel da hinten runterrutschen, wenn ihr mit irgendeinem Schwachsinn wieder um die Ecke kommt. Sei es das Finanzamt Berlin, sei es die ganzen Behörden in Berlin. Ihr könnt mir langsam den Buckel hinunterrutschen, ja? Seit 4 Jahren streite ich mit dem Finanzamt Berlin um eine Steuererklärung. Ich wette, hätte ich den Namen wie den von dem in diesem Video, würden die mich in Ruhe lassen, ja? Die lassen mich aber nicht in Ruhe, weil ich einen deutschen Namen habe. Und wer jetzt sagt, das ist alles nicht wahr, der soll mal rausgehen hier in Berlin und soll mal die Leute fragen. Völliger Wahnsinn. Würde ich ein Jahr Innenminister spielen, selbstverständlich, könnten wir sofort die Polizei anweisen, alle Grenzen zu kontrollieren und sofort Abschiebehaftzentren zu bauen. Ob das den Leuten dann gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Ich würde sie bauen. Leipzig Flughafen, direkt mal 100.000 Leute hin und dann los mit den Fliegern. Alle ab nach Hause. Wer hier illegal ist, hat in diesem Lande nichts verloren. Da vorne ist die Tür. Go home. Ganz einfach, go home. Ja? Und wenn wir das mal durchziehen mit 250.000 Leuten und alle in Haft nehmen, die wegen Gewaltdelikten da sind, dann ändern wir mal das Strafrecht und sagen, jeder Messerdelikt führt automatisch zur Untersuchungshaft. Dann werden wir diese ganzen Messerstecher erstmal von der Straße holen, kassieren die in Untersuchungshaft. Dann erhöhen wir die Mindeststrafen für Messerdelikte und zwar drastisch. Aktuell gibt es ja für nur gefährliche Körperverletzung, das heißt mit einem kleinen Messer, wahrscheinlich so ein 6 cm Messer von Frau Faeser, gibt es dann ja unter Umständen nur Geldstrafe, Bewährungsstrafe oder halt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Genau da ist das Problem. Für Messerdelikte, für gefährliche Körperverletzung fordere ich ab sofort ein Jahr. Mindeststrafe bis 10 Jahre Gefängnis würde ich einfach so einführen und die Bewährung ist bei einem Angriff mit einem Messer in meinen Augen ausgeschlossen. Wer in diesem Lande mit einem Messer einen anderen verletzt, der hat nach meinen Augen von der Justiz für 12 Monate in ein Gefängnis zu gehen. Ob ihm das passt, frage ich gar nicht danach. Ich sage euch gerade, was ich machen würde, wenn ich ein Jahr lang das Innenministerium unter meiner Fuchtel hätte. Selbstverständlich ist die Änderung des Strafrechts dann hier nur mit Herrn Buschmann, unserem Justizminister, zu machen. Aber Herr Buschmann, der Mörder ins Ausland nach Russland entlässt, um irgendwelche Deals zu machen, der sollte damit kein Problem haben. Also haben wir schon mal 2 Probleme gelöst. Wir haben die Ausreisepflichtigen nach draußen geschafft und alle die, die hier sich mit Messern und so weiter dazu zählen, auch Macheten und so weiter, draußen betätigen, werden auch einfach alle weggesperrt. Dann müssen wir ganz klar an das Jugendstrafrecht ran und auch an die Form der Bewährung in Deutschland. Es kann nicht sein, dass hier alles am Ende zur Bewährung ausgesetzt wird und die Leute quasi straffrei von Gericht ziehen, denn sie kapieren es nicht. Ich wäre dafür, auch wenn Strafen zur Bewährung ausgesetzt werden, führen wir einen verpflichtenden Mindestarrest ein. Heißt, jemand wird halt zu 1,5 Jahren auf Bewährung verurteilt und dann muss er 10% oder 20% der Strafe trotzdem absitzen. Wäre ich vollkommen dafür, dass die Leute mal das Gefängnis von innen gesehen haben, um dann zu beurteilen, ob sie so weitermachen wollen oder nicht. Und so gibt es viele Dinge, wo man hier einfach mal die Hand anlegen müsste. Das fängt schon damit an, alleine auch mal, dass die Polizei abends kontrolliert und die ganzen Kinder, die minderjährig sind, dann nach Hause schickt, beziehungsweise für jeden Minderjährigen, der in diesem Lande eine Straftat begangen hat, gehören die Eltern angezeigt und vor Gericht gezogen. Ganz einfach. Die Eltern sind die Hauptverantwortlichen für die Erziehung ihrer Kinder. Das ist einfach so, kann man ja abstreiten. Ich sehe immer wieder, wie sehr ich meinen eigenen Sohn einbremsen muss, weil er ein wilder kleiner Junge ist. Und dann habe ich mir letztens vorgestellt, jetzt stell dir vor, es wäre in einer muslimischen Familie. 3 Jungs, 1 Schwester. Die Jungs sind ja so schon kaum zu bändigen und dort wäre es dann noch von der Tradition und der Kultur her erlaubt, dass die Brüder mit der Schwester machen dürfen, was sie wollen. Es ist völlige Katastrophe, was hier teilweise abgeht in diesem Land. Aber ja, die größte Gefahr geht von rechts aus. Frau Faeser, wie lange wollen Sie uns diesen Bären noch aufbinden? Sie werden irgendwann das eigene Opfer Ihrer Politik sein. Das habe ich nicht als Drohung jetzt ausgesprochen, sondern das ist eine Feststellung. Irgendwann wird auch Ihr Polizeischutz enden. Irgendwann wird auch das BKA bei Ihnen nicht mehr so rund um die Uhr verfügbar sein. Das wird noch etwas dauern, selbstverständlich, aber irgendwann
wird auch diese alltägliche Gewalt in diesem Lande sie heimsuchen und dann werden sie vielleicht zur Besinnung kommen, wobei ideologisch verblendete Menschen, die sagen, kein Mensch ist illegal, werden nie verstehen, dass ein Staat ohne Grenzen kein Staat ist. Denn nur wenn ein Staat seine Grenzen und sein Staatsvolk verteidigen kann, ist er auch ein Staat. Es ist hier einfach eine Bananenrepublik Deutschland. Jeder kann machen, was er will. Und ich sage euch was, ich mache auch bald, was ich will. Und dann sollen sie mal kommen. Dann sollen sie mal kommen. Sobald sie eine Kartoffel sehen, ist die Polizei dann wieder ganz groß. Aber es soll auch Kartoffeln geben, die sich wehren. Es ist völliger, es ist einfach geisteskrank, was sie hier machen. Es ist einfach geisteskrank, ja. Täglich grüßt das Messer hier in Berlin. Ja, klar, wir machen die Messer nur noch halb so lang. Und der Bund der Kriminalbeamten stellt sich hin und sagt, ja, das ist eine gute Forderung. Ah, nein, nein, nein. Oh. Ja, warum nicht alle Messer verbieten, ja? Warum nicht einfach alle Messer verbieten und wir schmieren unser Brötchen ab sofort mit dem Löffel? Völliger Wahnsinn, kann man da nur sagen. Abonniert den Kanal X und Telegram. Irgendwann schaffen wir es dann auch mal auf die 100.000. YouTube fordert mich hier ziemlich heraus und möchte, dass das maximal lange dauert. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer up to date. Und damit ciao, bis bald.